Hallo allerseits, bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen. Was musste sich Florian Silbereisen wegen seiner Rolle als das Traumschiff-Kapitän von Kollegen für Kritik anhören? Jetzt springt ihm Moderatorin Inka Baus zur Seite. Die Nachricht schlug Anfang des Jahres ein wie eine Bombe. Florian Silbereisen, 38, wird der neue Kapitän von das Traumschiff. Doch die Nachricht kam bei manchen gar nicht gut an, unter anderem bei Schauspielerin Heide Keller, 78, die 37 Jahre lang die Chefhostess Beatrice von Ledebour spielte. Sie sagte damals unter anderem, mit dieser Besetzung kann man das Traumschiff nur verschlimmbessern. Er sei eine totale Fehlbesetzung, weil man die Serie nicht mit einem fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zur Musik auf der Bühne rumhüpfe, verbinde. Wer die Kritik nicht nachvollziehen kann, ist Bauer sucht Frau Moderatorin Inka Baus, 50, die selbst 8 Folgen lang in das Traumschiff mitspielte. Im Interview mit der Zeitschrift Gala sagte sie, ich mag Heide Keller sehr, aber ich kann nicht verstehen, dass man Showbusiness und Realität durcheinander bringt. Natürlich ist er kein richtiger Kapitän. Wahrscheinlich wäre er im wahren Leben auch zu jung, um ein Kapitän sein zu können. Aber Heide Keller ist im wahren Leben auch keine Chefstewardess. Das sei Unterhaltung und Florian Silbereisen einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstler im deutschen Fernsehen. Sie fände es wunderbar, dass er diesem Schiff einen neuen Anstrich gebe. Sie könne sich keinen charmanteren Entertainment-Kapitän vorstellen. Neben Heide Keller äußerte sich auch der ehemalige Traumschiff-Kapitän Sascha Henn, 65. Er sagte in einem Interview mit Spiegel, dass die Serie lieblos produziert sei und alte Handlungsstränge noch einmal aufbereitet würden. Er habe mit Florian gesprochen und ihm geraten, sich nicht verbraten zu lassen. Seine Aussagen kann Inka Baus auch nicht nachvollziehen. Ich mag es nicht, wenn man über Kollegen schlecht redet. Ich bin zwar ein absoluter Sascha Henn-Fan und mag ihn als Schauspieler sehr, aber ich kenne ihn nicht privat. Es wird schon seine Gründe haben, warum er nicht mehr dabei ist. Es gehöre sich nicht, über den Nachfolger schlecht zu reden. Und Florian? Der äußert sich erst einmal nicht. Ist wohl auch besser so, denn vielleicht sollte man sich erst einmal die Folge mit ihm anschauen. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Sehen Sie sich das folgende Video an.